Der Esel und der Tiger. Der Esel sagte dem Tiger: Das Gras ist blau. Der Tiger erwiderte: Nein, das Gras ist grün. Die Diskussion wurde hitzig und die beiden beschlossen, die Angelegenheit einem Schiedsgericht zu übergeben, also gingen sie zum Löwen. Als sie sich dem Löwen auf seinem Thron näherten, begann der Esel zu schreien: Eure Hoheit, ist es nicht wahr, dass das Gras blau ist? Der Löwe antwortete: Wenn du glaubst, dass es wahr ist, dann ist das Gras blau. Der Löwe antwortete: Wenn du glaubst, dass es wahr ist, dann ist das Gras blau. Der Esel stürmte vor und fuhr fort: Der Tiger ist mit mir nicht einverstanden, widerspricht mir und ärgert mich. Bitte bestrafe ihn. Daraufhin erklärte der König: Der Tiger wird mit 3 Tagen Schweigen bestraft werden. Der Esel sprang vor Freude und ging weiter, zufrieden, und wiederholte: Das Gras ist blau, das Gras ist blau. Der Tiger fragte den Löwen: Eure Majestät, warum habt ihr mich bestraft? Das Gras ist doch grün. Der Löwe antwortete: Du hast gewusst und gesehen, dass das Gras grün ist. Der Tiger fragte: Warum bestrafst du mich dann? Der Löwe antwortete: Das hat nichts mit der Frage zu tun, ob das Gras blau oder grün ist. Die Strafe ist, weil es für ein mutiges, intelligentes Wesen wie dich erniedrigend ist, seine Zeit damit zu verschwenden, mit einem Esel zu streiten, und obendrein bist du gekommen und hast mich mit dieser Frage belästigt, nur um etwas zu bestätigen, von dem du bereits wusstest, dass es wahr ist. Die größte Zeitverschwendung ist es, sich mit einem Narren und Fanatiker zu streiten, der sich nicht um die Wahrheit oder die Realität schert, sondern nur um den Sieg seiner Überzeugungen und Illusionen. Verschwende niemals deine Zeit mit Diskussionen, die keinen Sinn ergeben. Es gibt Menschen, die trotz aller Beweise, die ihnen vorgelegt werden, nicht in der Lage sind zu verstehen. Und andere, die von ihrem Ego, ihrem Hass und ihren Ressentiments geblendet sind und die nur eins wollen: Recht haben, auch wenn sie es nicht haben.